Willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Heute fliegen wir nach Polen, besuchen unseren Freund Roberto Sulic gegen Mamet Kalidow in Katowice. Sind ein paar Leute dabei, wird auf jeden Fall ein lustiges Wochenende. Tommy wartet auf uns am Flughafen, freut euch drauf. Schieben wir das Geld aus der Tasche hier, du. 1,56. Teuer geworden. Nee, billiger. Für die, die sich mal erhoffen, so ein Auto zu fahren, was kostet denn eine Vollladung? 120. Ist das teuer? Ja, ist schon teuer. Ja. Aber heute geht auch ein Tilo, der hat bestimmt die Tankkarte dabei. Einfach mal das Leben genießen. Ach, ne? Ist doch geil, Mann. Letztes Mal sind wir hier gehungert, halb abgemagert hier eingekommen, du. Und jetzt haben wir uns schön Picknick zum Frühstück. Ich denke, das wird ein Royal Tears heute. So. Danke, mein Lieber. Ah, das ist echt cool. Kannst du losfahren ohne mich? Ja, du bist wieder zu spät, Mann. So, jetzt alles gut? Ja, was gehört? Viele haben ja gefragt, was hast du eigentlich mit diesem Jet zu tun? Ja, das ist ein guter Freund von mir, Dominik Moosbacher und Theresa. Ja, die haben einen H&E Air Service, siehst du ja hier. Wir stehen alleine am Flugfeld, wo gibt's denn sowas noch du, in der heutigen Zeit? Wir haben noch keinen Pilot hier, ich denke, ich fliege das Ding heute. Haji alle vor mal. Gut. Zwei da, zwei hier. Ich freue mich, dich zu sehen, Tommy. Weißt du, wie ich mich freue, dich zu sehen? Was gibt's hier zu essen? Wir fahren erstmal essen, ja? Schönes polnisches Essen jetzt hier. Es ist schön, dich wiederzusehen in dem Vlog. Beruht auf Gegenseitigkeit, mein Freund. Beruht auf Gegenseitigkeit. Was sind heute unsere Tagesordnungspunkte? Wir gehen jetzt erstmal schön polnisch essen. Danach gehen wir ins Hotel, ziehen uns um und gehen auf die Gala. Die Gala muss ja oder soll ja richtig stark werden. Dann bleiben wir vom Kampf 1 bis zum letzten Kampf natürlich da. Dann übernimmt den Vlog. Ja, guck mal, laufen wir jetzt weiter erstmal. Was sollen wir? Du bist mein Manager, aber bist du. Hör mal, jetzt gehen wir schön polnische Roulade essen. Ich war ja hier mit Tommy im Dezember, also letztes Jahr im Dezember, wo ich KSW gekämpft habe. Die haben jedes Mal gefressen ohne Ende, ne? Ich musste Diät machen. Aber das polnische Essen ist echt richtig geil. Wer Roberto kennt, der weiß ja, dass er spektakuläre Kämpfe abliefert. Und ich hoffe natürlich, dass er gewinnt. Aber ich denke auch, er gewinnt. Kalidow ist auch eine Legende hier in Polen, aber trotzdem. Du hast ja ein paar Sparringseinheiten mit ihm gehabt. Was ist dein Gefühl? Ist er bereit? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja fast 4 Wochen mit ihm trainiert. Richtig stark auf jeden Fall. Er ist Stand-Up, also er hat Hände aus Stein, Takedowns, gute Kontrolle von oben. Ist schon brutal. Ich will Pfannkuchen haben. Ich will Pfannkuchen hier haben. Ich gehe nach Hause jetzt. Ich gehe nach Hause. Schön mit Eis und viel Schokolade. Nicht so viel gegessen wie normal, ne? Ich esse dir. 2 Hamburger, wie hast du es noch gegessen? Ich bin einsteigen, alle 15 Polenköpfe gucken mich so an. Ich sag, lass mich in dem nächsten Aufschlag. Du hast auch so einen dicken Kopf in Polen. Wo gehen wir denn jetzt? Powershow machen. Wenn man bei dicken Leuten, warte mal, lass mal, den Bauch raus, gibt's Geld. Du brauchst nicht einziehen, das geht nicht. Lass dich schon mal, Junge. Ja, genau, das nehmen wir auch, weil ich. Dass der Geld gibt, alle. Das ist der wahre Christian. Überall nur Geld nehmen. Wo es geht, nur Geld nehmen. Komm, wir gehen. Aber hier vor Kamerain auch spendabel machen. Tommy, wie sieht dein Wettschein aus? Ja, das zeige ich dir doch nicht, sonst machst du den gleichen und dann gewinnst du auch. Ja, Tommy, ich will die Billette fürs Kopokarame, ja? So, wie hat das jetzt hier funktioniert? Du weißt ja, 100 Euro verschlampt, sag ich. 50 Euro. Verschlampt, die waren sehr gut angelegt. Genau. Guck mal, wie weit du es in die Arena hast. 50 Meter. Es geht alles nur um Schmieren hier, du. Leider, ja. Es ist ein sehr korruptes Land. Ja. Und da musstest du das noch übernehmen. Ich musste das noch übernehmen. Tommy hat es nicht mal in seinem eigenen Land hinbekommen. So ist es. Ja, was denn? Hallo, der beste Lehrmeister. Genau so. Ich fühle mich aber wie 10. Nein, du hast schon 2 getrunken, das weißt du. Hm? Du hast schon 2 Whisky getrunken. Nein. Doch, das ist ja Lüge. Du hast nicht viel 6 schon. Nein, 1,5. Einen hast du mit beschüttet. Kannst du dich bitte nicht einmischen, wenn hier sich Erwachsene unterhalten? Nee, ehrlich. Bitte? Ein kleiner Bengel, also. Dürft ihr überhaupt nicht? Hast du Ausweis dabei, dass du schon 18 bist? Zeig mal bitte deinen Ausweis. Hey, langsam gefällst du mir.
Eigentlich, weil wir in Polen sind, wir trainieren nicht, wir saufen nur, weil wir brauchen kein Training mehr. Nee. Wir saufen nur noch und dann kämpfen wir direkt nach dem Saufen. Gewicht machen wir auch keins mehr, wir geben die ganze Gage ab an den Gegner. Hey Tommy, langsam gefällt es mir. 20 bis 6, was sagt ihr? Was sollen wir denn sagen? Wie findest du die Kämpfe? Findest du die aufregend? Ja, geil. Wirklich? Hast du irgendwelche Kämpfe gesehen? Nein, wir waren also nur in der kleinen Theke am Saufen. Geile Kämpfe, wie immer, KSW, spektakuläre Kämpfe. Joe Mali hat eben gewonnen, geil, jetzt kommen noch die zwei Hauptkämpfe. Richtig geil. Tommy, du als... Also ich muss dazu sagen, seitdem die Pandemie da ist, ist es für mich eins mit der besten Veranstaltungen, wirklich. Hey, mach mal, kenn ich mal einmal bei YouTube rein, verstehst du das überhaupt? Ja? Mein Junge. Was sagst du dazu? Tommy hat den Christian verdorben, hat zum Alkoholiker gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Was sagst du jetzt zu der Veranstaltung? Komm. Sehr schön, auf jeden Fall. Dir hier in Polen? Wie gefällt es dir überhaupt mit mir in Polen? Sehr schön. Hast du alles im Griff? Ich habe immer alles im Griff. Der polnische Geschäftsmann hat alles im Griff. Der YouTube-Kanal ist ab 18 Jahre, da können wir den kleinen Bengel hier nicht reinmachen. Letzte Frage. Wie fühlt sich das an, hier im Publikum zu sitzen, nachdem du einen Kampf gewonnen hast? Cool, ja, ist auch geil. 15.000 Zuschauer, wie lange haben wir das nicht mehr gehabt, ey? Das ist so geil. Abschlusswort sagen. Prost. Tommy ist voll wie Eule. Tommy verkraftet viel, aber ich glaube eher der Kämpfer ist voll wie Eule. Zwei Whisky, ich bin Ende. Seid ihr doch auch mal gegönnt. Und du? Vollgas, Wasser. Ja. Hey, Dejan. Ja, Leute, das war's mit dem Vlog heute. Geile Kämpfe. Roberto gewonnen, ganz krank. Vielen Dank, Tommy. Vielen Dank, Christian. Ja, das tolle Jahr, ne? Sei doch mal leise jetzt. Ja, lass mich doch auch mal was sagen. Ja, okay, dann sag doch mal was. Ja, nein, sag du erstmal, danach komme ich. Ja, wie ihr wisst, mein Hauptsponsor Zeck Plus. Weihnachten steht vor der Tür. Besucht die Seite, packt was in den Warenkorb mit dem Rabattcode EKDIN10. Kriegt ihr 10% auf alles. Jetzt ist Tommy dran. Und alle da draußen, frohe Weihnachten. Just remember you.